So, und weiter geht's mit The Long Dark. Ich muss mir gerade tatsächlich nochmal aufschreiben, bis wann. Wir sind jetzt schon um 0:41 Uhr und zwar geht's bis 1:42 Uhr dann die nächste Folge geplant. Natürlich gehen die immer ein bisschen länger als eine Stunde. Ich nehme jetzt, glaube ich, auch schon seit über 5 Stunden auf. Und es wird kein dort langweiliger. Gewehrputzset. Das muss ich auch mal wieder anwenden. Nee. Da oben muss ich hin. Hauptsache keine Wölfe, bitte nicht. Ich habe keine Lust auf euch. Weh, weh. Das kommt tatsächlich von hier oben. Jetzt hat sie endlich mal aufgehört. Meine Güte, das war ja nicht mehr zu ertragen. Ja, doch Feuer machen. Und das klappt erstaunlich gut. Bisschen Kohle. So. Vorratsluke. Muss ich erstmal gucken, wo das Ding überhaupt ist. Da! Ach du heilige Scheiße, das ist ja ein Bunker. Stark. Habe ich nicht gerade auch heilige Scheiße gesagt? Was für ein Zufall. Oh, toller Bunker. Jawohl, erstmal vollfressen. So. Oh. Oh. Vor allen Dingen, ich würde mir die Regale doch vollstellen. Ah, wie schön. Ah, das ist der Vorteil, wenn man so ein Dings hat hier. Da geht's nicht weiter. Boah, den ganzen Bunker plündern, ey. Nicht ohne. Kann ich nicht noch mal versuchen zu schlafen? Wo ist denn das Bett? Ja, das werde ich schon schaffen. So. Liegt hier noch irgendwas rum? Nö. Wow. Nicht schlecht. Also man ist ja richtig gut bestückt hier mit allem, was man findet. Das ist ja schon stark. Stück Stoff. Ja gut, das werde ich wahrscheinlich unterwegs irgendwo loslassen. Ja. Okay, da kommt dann gleich noch irgendwas. Boah. Nichts schlimmer als diese Kälte. Das sieht so lustig aus, wenn die Geschwindigkeit so hoch ist. Also den Bunker haben wir geplündert, da waren wir überall. Nicht, dass ich wüsste, dass irgendwas verloren gegangen sei. Da geht doch tatsächlich noch ein Stück nach oben. Naja, dann mal gucken. Noch weiter.
Ja, genau, dieses typische, du gehst Berg hoch und dann Handgelenk gebrochen. Immer wieder geil in dem Spiel. Ach so, es geht doch weiter nach unten. Es gibt auf dem Saturn, glaube ich, gibt es Stürme, die sind 20 mal so heftig wie der jetzt hier auf fünffacher Geschwindigkeit. Ja, doch, irgendwo ist hier eine Höhle. Ich glaube auch der Eingang müsste hier irgendwo an der Seite sein. Was ist das? Ach, ein Baumstumpf gehabt. Von einer versteckten, leuchtenden Höhle. Boah, ist die gut versteckt. Hätte ich jetzt aber nicht gefunden. Ach, die kann man richtig betreten. Ach du Scheiße. Okay, die Temperatur ist wenigstens schon mal eine Sorge weniger. Das ist alles viel flüssiger, wenn man das mal so macht. 0,0 Liter. Klappt nicht. Können wir jetzt mal eine davon verbrutzeln? Ich weiß auch nicht, wie lange die halten. Okay, es gibt zwei Wege. Links. Oh, hier geht's weiter. Okay. Das dürfte der Rückweg sein. Erstmal hier nachfüllen. Die Musik ist so gruselig. Voll unnötig. Ja, wir verwenden die mal, bis die ausgebrannt ist. Die irgendwie einen Bug oder so, das bringt ja gar nichts. Okay. Ah ja, jetzt gab es zwei Wege und das war der. Da kann man genauso gut drauf verzichten, ist ja voll für den Arsch. Direkt mal zerlegen, das blöde Ding. Wahrscheinlich ist es einfach nur von der, wenn es kaputt ist, dann leuchtet es nicht mehr richtig. Könnte ich mir vorstellen. Auffüllen. Ich probiere jetzt mal wieder die aus. Auch nicht besser. Wofür habe ich die Dinger dann überhaupt? Hä? Das hat doch immer funktioniert mit dem Leuchten. Ja gut, nur für das Nötigste, ne? Aber hier war doch gerade noch ein Durchgang. Die Höhle ist extrem verwirrend. Nee, oder? War das hier geradeaus? Da gab es noch ein anderes geradeaus. Was zur Hölle? Jetzt bin ich wieder hier. So, nochmal den ganz normalen Weg. Der ging hier lang, genau. Stark!
Oh. Ja, den guten Alkohol kann ich mir natürlich wieder nicht nehmen. Oh, ist das traurig. Was habe ich da gerade aufgesammelt? Kann man nicht mehr essen. Ah, ein Elchhautbeutel. Da kann man 5 Kilo mehr tragen. Optimal. Ja, das musste ich gerade einfach wagen, da durchzugehen. Tut mir ja leid. Ach, das gilt als eine Leiche. Auch nicht schlecht. Das heißt, an diesen verschiedenen Orten kann man verschollene Personen finden. Nee. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich, wenn man so will, mich nochmal duschen lassen. Boah. Das muss so unangenehm sein, diese Dusche. Da. Wie man da einfach auf die Lampe verzichten kann. Das ist traurig. Sie sollte mehr bringen. Ach, hier ist noch eine Fackel. Hoffentlich nicht die, die ich benutzt habe. Ist ehrlich, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich liegt das an der Höhle. Ansonsten funktioniert das Ding ja auch immer. Keine Ahnung, was das Spiel hat. Wirklich nicht. So, das haben wir hinter uns gelassen. Picknickplatz an den Nebenfällen. Schon wieder Munition. Hä? So, jetzt. Ach, ich kann das gar nicht tragen, stimmt. Irgendwas ist wieder verstaucht. Aber bei Verstauchen brauchen wir Verband. Haben wir den überhaupt? Nö, gerade nicht. Eigentlich sehr schlecht, wenn man verblutet. Das ist blöd. Habe ich die Geschwindigkeit runtergesetzt? Nee. Der ist zu langsam. Okay. Also hier bin ich fertig. Dann muss ich da noch einen abholen, da noch was erledigen. Geisterhafter Hirsch. Ob ich dafür mein Leben aufs Spiel setzen soll? Gut, ich muss den Fluss einfach nur geradewegs folgen, kann alles in einem erledigen. Okay. Die Nacht bricht wieder allmählich an. So, Brandbeschleuniger. Ja, das gönnen wir uns doch. Wie viel habe ich denn überhaupt? 2 Stunden. Ich werde langsam müde. Aber gut, die Nacht kommt ja eh, dann überlegen wir uns was zum Bleiben. So. Ja, Zustand hat sich schon wieder gebessert. So, jetzt ist es auch nicht mehr so dramatisch. Gewicht verlieren, so gut es nur geht. Ah, da kommt die Brücke. Na klar, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. So, weiter dem Fluss folgen. Wie beladen bin ich? 47 Kilo. Boah, unnötig viel. Wieder was auf dem Weg fallen lassen. Kann eigentlich auch abgelegt werden. Den zerlege ich eh. Und wenn es nur ein bisschen ist. Ach stimmt, Kleidung können wir auf dem Fluss noch liegen lassen. Da können wir eigentlich so eine Art Straße draus basteln. Wo man dann so seinen Scheiß liegen lässt.
0,2. Ja, nee. Skijacke. Schneehose. Ich weiß, dass die irgendwie noch stärker zu sein scheint. Ist sie auch. Hä? Anziehen. Den ganzen Scheiß hier lassen. Oh, oh, Wetterleuchten. Da werden die Tiere immer besonders aggressiv. Aber es sieht doch so schön aus, wenn es nicht so tödlich wäre. Ja, genau. Ich bin 5 Meter gelaufen gefühlt und brauche schon wieder eine Dose Thunfisch. Nee, unbewaffnet gehe ich hier nicht lang. Toll. Jetzt muss ich mir auch noch einen Verband basteln. Die Klamotten habe ich auch noch weggegeben. Wofür geht man hier lang, wenn hier Ende ist? Hä? Ich Idiot habe die Taschenlampe da gelassen, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und man sollte gerade immer mit allem rechnen. Ich glaube, ich werde hier an der Klippe einfach ein Lagerfeuer machen und mich hier hinhauen. Irgendein schön abgelegener Ort. Einfach nicht dran denken. Oh, ein Glück. Und natürlich beginnt der Tag natürlich mit dem nächstbesten direkt Nebel. Recycelte Dose kann ich hier gleich wieder liegen lassen. Ist wieder Gewicht eingespart. Und viel Wasser habe ich aber auch nicht mehr. Wird jetzt eigentlich ganz gemütlich und harmlos hier runter. Scheint aber noch ein bisschen abschüssiger zu sein. Oh. Serpentinen laufen, das ist eine Möglichkeit. Wie schon so oft erwähnt. Na, hier geht's noch weiter runter. Okay. Boah. Nee, nee, das ist nicht gesund, aber ich kann nicht mehr anders. Muss die Geschwindigkeit runtersetzen. So. Mehr als ein kleines Stück gleichzeitig darf man nicht. Sonst bricht man sich was. So. Aber ich liebe es, Bergziege zu spielen. Macht Spaß. So, jetzt kann es weitergehen. Wir müssen jetzt mal gerade gucken. Fünfmal. Das müsste sich mit dem Handgelenk auch wieder... Genau. So, wenn ich gerade ausgehe, komme ich an diese Flusskreuzung. Und jetzt geradeaus in die Richtung. Jo, richtiger Pfad. Na, jetzt ist mal wieder richtig schnell. Nussriegel, das kann weg. Noch schneller. Schneller, schneller, schneller. Ja, das Spiel kann einmal... kann ziemlich gut vereinnahmen, dass
Gelingt ziemlich gut, also sehr, sehr zeitintensiv, aber die Welt ist auch genial, in der man hier spielt, das muss man einfach mal sagen. Also man kann es dem Spiel eigentlich nicht so zur Last legen. Ich sollte mal das Gebiet hier durchstreifen. Vielleicht, um keinen Ärger zu machen, lieber das Gewehr. Ja, irgendwie muss man hier wieder hochkommen, da. Ach, hier ist auch eine Möglichkeit. Genau, so. Ach, da muss ich den auch wieder schleppen, wenn ich ihn gefunden habe. Na, ich ahne schon, wo der sich verschanzt hat. Gab es hier nicht irgendwie so ein... Jo, einmal zum Mitnehmen. So. Standardgeschwindigkeit für Tastatur und Maus. Oh, jetzt hört doch mal auf, so wie Behinderte zu laufen. Sorry, aber geht mir echt auf den Sack hier langsam. Oh, das war's schon. Perfekt. Viel zu holen ist nicht mehr. Hier ist der Typ nicht. Okay, ich gehe mal erstmal nach dem Hirsch gucken. Aber diese Vorwarnung, die ist schon mal gut. Und dass man genug Munition hat, um sich zu wehren. Und die Waffen, naja gut, der Revolver ist schon geil dafür. Muss eigentlich mal nachgeladen werden, ne? Ja. Signalpistole. Alles sollte geladen sein. Bogen ist gespannt. Okay. Free Strikes Bauernhof. Da ist auch schon wieder so ein Rabe am Krächzen. Oder eine Krähe. Ich weiß gar nicht. Der Unterschied ist schwierig. Nimmt's mir nicht übel, liebe Raben und Krähen. Weil die merken sich ja gerne solche Sachen über Jahre hinweg. Wenn man mal böse gewesen ist. Stark! Was man hier findet, das ist geil. Richtig stark. Boah. Was denn noch alles? Kann der gleich gar nichts mehr tragen. Der Hirsch, der ist auf der Pirsch. Der ist ja noch ein Haus. Meine Güte. Bisschen Altholz. Sehr gut unterwegs, wie gesagt, muss man immer ein Feuer machen. Von daher schleppt man den Mist auch mit sich rum. Und ist bereitwillig dazu, das zu akzeptieren. So. Ja, ist auf fünffach. Ich muss mal ein bisschen mehr in die Mitte rutschen. So. Ja, das ist viel besser. So, und auf der Karte muss ich jetzt geradeaus. Und dann werde ich den Hirsch finden. Bin ich mal gespannt, ob der hier überhaupt irgendwo auftaucht. Da hinten könnte noch eine Höhle sein. Sah irgendwie gerade so ein bisschen so aus. Dachte, ich hätte was gehört. Da liegt auch wieder irgendwas rum. Wieder jemand, der gefroren ist. Das ist eine Schneehütte. Wow. Ja, da drin kann man sich verstecken. Ziel. Ich muss in die Schneehütte sogar. Oh, jetzt muss ich mal eben am besten halbe Geschwindigkeit, weil dann kann man besser zielen.
Komm, noch ein. Scheiße, dran vorbei. Auf die Distanz wird das schwieriger mit dem Gewehr. Ich habe ihn dreimal getroffen. Komm, viertes Mal gelingt uns auch noch. Scheiße. Ist einfach zu weit. Okay, ich muss die Geschwindigkeit hochsetzen. Der kommt erst am nächsten Tag zurück, 100 Pro. Egal. Der kommt erstmal nicht mehr wieder. Jetzt muss ich mir was überlegen. Kann man in der Hütte schlafen vielleicht? Oh, die sollte ich lieber hier lassen. So, was kann man denn hier noch machen? Habe ich wieder irgendwas doppelt? Ja, das hier. Zerlegen. Zerlegen. Ob man hier drin übernachten kann? Interessantes Provisorium, es funktioniert scheinbar sogar. Oh, ich hab's nicht geschafft. Der kommt auch nicht wieder, der Hirsch. Müsste ja eigentlich... Gibt es da ein Achievement für? Toll, jetzt funktioniert gar nichts mehr. The Long Dark. Errungenschaften. Ich glaube, da habe ich meine Chance vertan, den zu kriegen. Aber ich laufe hier oben nochmal lang. Kann ja nicht schaden. Das habe ich doch schon gemacht mit dem Kirchengegenstand. Okay, ein bisschen verbuggt ist es noch. Vorratsluke. Ach so, da gab es auch noch einen Bunker, gab es da auch noch. Okay. Das ist ja richtig blöd gelaufen mit dem Hirsch. Ich hätte jetzt aber auch nicht gewusst, was der jetzt, das wäre, kann es eigentlich laden? Autosave, vor 5 Minuten. Ich guck mal gerade, Episodenfortschritt 50%, ihr wollt mich doch verarschen, ich sitze jetzt hier fast seit 6 Stunden und nehme das auf. Alter. Ja, nicht mehr normal. Ja, ich krieg noch eine Chance. Ich weiß gar nicht, ob man den abschießen soll überhaupt. Ich krieg noch eine Chance. Hab ich's doch gewusst. Ist das immer noch auf mal 5? Das ist aber lahmarschig. Haben die das jetzt echt gemacht, dass immer eine Krähe irgendwo rumkrächzt oder so? Für die ganz Schlauen, damit man das auch findet? Ich glaube ja. Das ist wirklich für die ganz Schlauen. Toll. Also ich muss jetzt... Was tun? Boah, da brauche ich mal kurz ein bisschen hier Steady.
Das war ein Headshot, ganz klar. Laden. Das sehe ich nicht ein, sorry, aber... Warum ist das denn so schwer? Ich kann... Oh, das bei halber Geschwindigkeit. Nee, das wäre ein bisschen zu heftig. Ich kann. Ich kann eigentlich alles, was ich will. Hurra. Nee, darum ging es jetzt gar nicht. Ich kann den Revolver benutzen und das mal versuchen. Weil der hat ja zumindest in gewisser Weise... Schießt er hintereinander. Und das ist der Nachteil beim Gewehr. Und ich habe ja keine hohe Distanz zu dem... Ich meine, ich bin auch kein Fan davon, irgendwie alles, was man sieht, abzuschießen, gar keine Frage. Oder allgemein zu jagen, aber es erfüllt manchmal doch schon seinen Zweck. Also wenn du Bestände auf einem geringen Level halten musst zum Beispiel. Ja, da ist die Krähe wieder, weißt du, die ist schön weg, bevor man sie abschießen kann. Das muss ich eigentlich auch mal ausprobieren. So, jetzt halbe Geschwindigkeit. Ich nehme den Revolver und versuche jetzt mein Glück. Bin wirklich mal gespannt, ob es da irgendwas zu looten gibt oder warum das als... Erster Gedanke, immer alles abschießen, was man sieht. Komm, jetzt. Bam. Boah. Schade, das wäre jetzt stark gewesen. Spiel laden. Vielleicht ist der auch zutraulich. Und ich knall die ganze Zeit auf dem rum. Aber weil da gerade stand Drehlederstiefel freigeschaltet, oh, sollte ich mir das nicht doch lieber gönnen? So. Ich finde es auch merkwürdig, wie da mit 3 Kugeln im Ball ich immer noch weiterlaufen kann teilweise. Das ist schon nicht mehr normal. Vielleicht muss ich auch mit Pfeil und Bogen. Ach nee, Signalpistole wird wahrscheinlich nicht klappen. Selbst wenn es gehen würde, ich würde ihn verbrennen, logischerweise. So. Halte Ausschau nach dem Hirsch. Muss ich gleich mal gucken, was da überhaupt verlangt wird. So. Einmal noch. Weil es so schön ist. Außerdem haben wir ja eh Zeit. Ich lasse mir keinen Druck mehr machen. So, okay, weiter geht's. Mal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Aua. Das geht einem voll in die Augen, dieses Schneeleuchten. Wie viele Überlebende gibt es überhaupt noch? 1, 2. Dann gibt es noch den Bunker. Dann sind wir durch. Ja, das idyllische Tal ist aber auch riesengroß, muss man echt mal sagen. Das geht richtig in die Zeit. Also gut, die anderen 2 Karten waren auch groß. Geht so, ne? Also es kommt drauf an. Aber idyllisches Tal ist schon noch eine Nummer für sich. So, wir machen sogar mal 0,1 möchte ich jetzt haben.
So, das wird jetzt eingefordert. Ich weiß, das ist unfair, aber das kriegt man anders nicht. Zielen. Das war ein eindeutiger Kopfschuss. Und trotzdem... nicht geschafft. Noch ein Treffer. Ja, ich will es euch ja nur zeigen. Das ist nicht zu schaffen. Das sieht cool aus, ne? Wenn man das so verlangsamt. Das ist übrigens die Cheat Engine, damit könnt ihr das auch machen. Der ist dran vorbeigegangen. Ein Zehntel. Getroffen. Der rennt auf mich zu, ernsthaft? Was? Ach nee, der rennt weg. Das sah gerade nur so aus. Ich weiß gerade gar nicht. Doch, er rennt weg. Ah, oh, dran vorbei. Also drei gute Treffer habe ich. Schneehütte verlassen. Boah. Das ist nicht zu schaffen. Ich gib's auf. Also drei gute Treffer. Was will man mehr? Ach, wobei, klein Moment. Da kriegt man doch nochmal die Chance, ihn seitlich nochmal zu erwischen. Nochmal hinterher. Außer Reichweite. Schade um die Munition, aber wir speichern sie uns mal. Also wir sparen uns das. Und zwar renne ich da jetzt nochmal hin, so blöd es jetzt auch ist, aber dann ist die Munition nicht verschwendet. Weil es eh nicht zu schaffen sein wird. So. Auch komische Hitboxen. Also man hat wirklich so einen klaren Kopfdurchschlag gehabt, bei dem hier schon, das hat nicht geklappt. Also einschüssen wir sie jetzt aber noch. Da will man sich jetzt irgendwie noch was beweisen. Schade, schon wieder weggeflogen. Ich hätte gern drauf geschossen. Einmal mit einem Revolver will ich versuchen. Das würde wahrscheinlich noch gehen. So, dann kann ich nämlich problemlos 5 Treffer landen. Brauchen wir den Revolver? Weil der schießt im Windeseile 6 Kugeln raus.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Das soll man nicht schaffen. Aber es ist interessant, so kann man es wirklich rausfinden, ob es klappt. Also wenn ich den jetzt nochmal treffe und es klappt nicht, dann weiß ich auch nicht. 6 Kugeln habe ich ihm reingeballert. So, in den Zielmodus gehen und bevor er zu weit weg ist, treffen. Wie kann der da vorbeischießen? Oh. Das ist wirklich Willkür in dem Spiel. Schneehütte verlassen. So, noch ein letzter Versuch. Hab ihn. Und das war's. Und schon wieder weg. Toll, jetzt wird's Nacht. Super. Also irgendwo hier ist noch ein Überlebender und der muss jetzt auch noch dahin getragen werden. Zwei Überlebende, ein Bunker. Na doch, eine Folge könnte mich das noch kosten. Und wenn wir dann endlich durch sind, oh, ich hätte mir Episode 3 irgendwie anders vorgestellt. Dass man storymäßig noch was geboten kriegt. Naja gut, ein bisschen was gab's ja, aber... Ich fand das jetzt für 2 Jahre warten ein bisschen enttäuschend bisher. Sorry, aber ist so. Falls du das gerade siehst, Erik, der das auch gerne zockt, lass mir doch mal einen Kommentar da, wie du die Sache siehst. Da kommen schon wieder irgendwelche Wölfe. Wollen mir hier auf den Sack gehen. Die meisten Überlebenden schaffen das ja noch irgendwie durch Licht auf sich aufmerksam zu machen. Ja doch, in die Richtung, da ist auch noch so ein Scheunenhaus. Ich fühle mich gerade, als würde ich den Wölfen hinterherjagen. Und das fühlt sich gar nicht cool an. So... Ja, das Rehfleisch muss auch irgendwann mal gebraten werden. Aber ich sehe es hier nicht ein, mich durch diese Wölfe aufhalten zu lassen. Wow. Da gibt es schon wieder viel zu holen. Heiliger. Müsste jetzt ja eigentlich viel einfacher sein, aber ist es nicht. Ach, vielleicht ist der Überlebende bei den Felsen hier vorne. Ich will ihm jetzt keine Kugel reinjagen. Ja, aber der Hirsch, der war ja wohl ein Highlight an sich. Oder war es ein Reh, auch wie auch immer. Oh, da ist auch noch ein Bär unterwegs.
Wolfgejaule. Alles, was man sich nur wünschen kann. Wo ist dieser verdammte Überlebende? Ich glaube langsam, der will gar nicht, dass ich ihm helfe. In so einem großen Bereich muss ich nach dem suchen. Das hätte auch die Olle machen können. Aber da bin ich ja nicht mal mehr willkommen. Einfach so. Diese Schneewände. Was haben die hier für eine komische Schneestraße gebaut? Jetzt muss ich gleich wieder einschleppen. Ich habe keine Lust. Und dann kommen diese Viecher hier auch schon wieder. Oh. Ach, die bin ich erstmal los. Ist weggerannt, der Wolf. So. So. Wind geschützt. Mit ein bisschen Brandbeschleuniger. Erstmal den ganzen anderen Mist verheizen, den man noch dabei hat. 7 Stunden, das reicht für ein anständiges Schläfchen. Machen wir mal 8. Hat funktioniert. Oh nee, nicht Nebel. Ach, zurück zum Feuer. Stimmt, das brennt ja noch ein bisschen. So. Und schon ist alles wieder klar. Oh, nee. Die sollen sich verpissen. Was? Keine Lebensmittelvergiftung. Nicht schlecht. 1%. Ja gut, aber das Risiko hat man, glaube ich, immer. Da ist es höher, aber da haben wir jetzt echt Glück gehabt. Nee, ich verlasse wieder den Suchbereich. Wo treibt er sich denn rum, dieser Überlebende?
Ist wahrscheinlich überlebensmüde. Oh Gott. Wie lange soll man denn noch nach dem suchen? Der soll mal irgendwie auf sich aufmerksam machen. Boah, man kann sich nur wünschen, dass die Wölfe in dem Sturm umkommen, ganz ehrlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Gegner so nervig war in einem Videospiel. Hier brennt ein Feuer. Ich hör's gerade. Überleben da? Das wäre stark. Oder ist das mein eigenes? Das wäre dumm. Hier ist es nicht. Ah, ich hab ihn. Boah. Ist aber die richtige Richtung. Vielleicht trage ich die auch abwechselnd, wer weiß. Oh, scheiße. Traut euch, kommt zu mir, kommt zu mir! So, genug für heute. So. Ich glaube, ihr wisst, welchen YouTuber ich gerade parodiert habt. So. Wo ist denn der Rauch jetzt hin? Hä? Oder ich mache das Zug um Zug. Doch Richtung Straße wäre vielleicht ganz gut. Ne, zwei Verwundete parallel tragen, das bringt nichts. Wenn das gehen würde, das wäre stark. Am Ende hat die so ein Kreuz. Nee. Ist mir schon wieder der Tee ausgegangen. Ach du Scheiße.
Ach so, das war der von vorhin. Oh, jetzt muss ich den ganzen Hof noch lang kraxeln über die Straße. Ah, dann kann ich das Wolfsfleisch und den ganzen Mist loswerden. Ach nee, das ist Rehfleisch. Aha. Boah, 1:30 morgens. Wann habe ich angefangen? Hier, ich habe gegen 18.25 Uhr habe ich angefangen. Jetzt haben wir gleich 2 Uhr morgens, ich sitze immer noch hier und bin am Aufnehmen. Und die Episode nimmt kein Ende und irgendwie meinte der ja gerade noch, ach ja, 50%. Toll, danke. Hört sich der Magen auch schon an wie ein knurrender Wolf. Habe ich auch noch gebraucht. So. Ach, da bin ich schon fertig. Gut. So. Ja, doch, diese Packungen können manchmal nerven. Wenn das so leicht rötlich wird, das sieht schön aus. Da war ich. Geisterhafter Hirsch hat sich auch erledigt. Am besten gibt es noch ein Achievement, du musst ihn abknallen. Ist ja nicht zu schaffen, wie wir rausgefunden haben. Nicht mal mit Hex. Aber schön, dass ich das während des Let's Plays einfach so einsetzen kann. OBS hat schon einige Vorzüge gegenüber Fraps. Du kannst einfach raustabben und was anderes machen. Natürlich, was mit dem Spiel zu tun hat. Wird ja sonst nerven. Ja, Wade ist gerade am Erfrieren. Ja, ein Schläfchen muss der dann auch mal wieder machen. Der Hauptcharakter. Ach, über die Brücke muss ich nicht mal rüber. Cool. Wenn ich Glück habe, kann ich das alles noch jetzt schaffen. Dann überziehe ich einfach ein bisschen. Ach nee, das sind 2 Minuten. Scheiße, dann muss ich noch eine Folge machen. Das wird sich dann nicht mehr lohnen. Weil es werden noch Cutscenes und sonstiges kommen. Fleisch kann man noch abladen. So. 16.000. Pff, mehr kann ich auch nicht geben, als ich habe. So, perfekt. Das Wasser ist schon mal fertig. Nochmal 2 Stunden. Tatsächlich, ich habe wieder was Neues.
Boah, 1 Kilo die Handschuhe. Ich glaube, allein die Kleidung ist schon extrem schwer, die wir anhaben. Mindestens schon 20 Kilo. Oder ich ziehe das jetzt durch und mache die Folge noch ein bisschen länger. Eigentlich wäre das dumm, noch eine Folge drauf zu hängen. Habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust drauf, das aufzusplitten. Ist auch für euch blöd. Vielleicht schaffe ich es ja vor 2 Uhr. Dann habe ich jetzt 6, ja doch 8 Stunden am Stück damit verbracht. Und ich habe überhaupt gar keine Kopfschmerzen. Null. Mir geht's total gut. Ich fühle mich fabelhaft. Und ich weiß nicht warum. Aber das ist doch gut. Ja, eben, das mit dem Kirchenartefakt, das will noch gelöst werden. Warum auch immer. Ich habe es eigentlich schon gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich nach 8 Stunden aufnehmen so fühle. Ich merke nichts. Das ist total komisch. Total ausgelassen. Weil es Spaß macht. Ich mache mal einmal das, was ich will. Und es fühlt sich gut an. So, hier ist ja noch irgendwer. Also am Fluss scheint es schon mal nicht zu sein. Zumindest auf den ersten Blick. Ich bin aus dem Gebiet so gut wie raus. Oh, das war ja wieder klar. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Das hätte jetzt niemand kommen sehen. Ich frage mich ganz ehrlich, die Wölfe, die wissen doch, dass sie immer wieder einen abkriegen, wenn sie mich konfrontieren. Ups. Da war ich jetzt zu motiviert. Ich glaube, ich muss mal Waffe wegstecken, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Die wissen, dass sie jedes Mal auf die Schnauze kriegen, wenn sie kommen. Und die kommen trotzdem immer wieder gerne. Weißt du, 2 Wölfe habe ich schon abgeschossen oder ich glaube sogar 3. Und sie freuen sich immer noch und greifen mich an. Die sind doch einfach bescheuert. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Hey, da ist eine Hütte. Oh, hier hätte ich eigentlich gar nicht hingemusst. Teich der Gedanken. Aber es ist schön, dass ich zufällig hier vorbeikomme. Ja gut, okay, den lassen wir mal hier. Ich bin einfach einer, der dankbar für alles ist, was er findet und deswegen auch alles mitnimmt. Boah, das kann einem schnell zum Verhängnis werden, dieses Verhalten in dem Spiel. Dann hat man schnell volle Taschen und ein Problem. So. Ja doch, das wird als Ausrufezeichen gekennzeichnet. Also gibt es da noch was? Warum läuft die denn so langsam auf einmal? Hier irgendwas umgeschaltet oder? Ist das Müdigkeit? Ich hoffe nicht. 2 Stunden Haier machen. Halb erfroren wieder aufwachen? Nee, zum Glück nicht. Daran lag es auch nicht.
es gibt wohl noch eine Luke. Und die müssen wir finden. Es wird nicht leicht. Ja, das kann man an den Bäumen immer ganz gut sehen, welche Geschwindigkeit gerade ist. Fünfmal. Oh, ja. Heute mal in Überlänge die Folge. Man kriegt einfach vom Laufen schon Schmerzen. Ja, danke. Jetzt ist das Handgelenk auch schon wieder im Arsch. Oh. Oh Mann. Ich glaube, wenn ich wirklich mal zu viel Zeit habe, dann spiele ich das mal komplett nochmal offline. Also Episode 1, 2, 3. Wobei, ach, da haben wir erstmal die Einstiegsluke. Sehr schön, dann können wir vielleicht noch ein paar Vorräte zusammensacken. Jo, Revolver einpacken. Vorräte einsacken. Lüftungsschacht. Ist auch immer eine gute Frage, wo die jetzt genau ihre Luft herholen dann. Von hier unten gibt es nicht mal ein Klo. Also, das wird interessant, wenn man dann mal muss. Und das wird mit der Zeit immer interessanter, wenn man dann doch noch mal muss. Verstörend. Ja, vielleicht doch die Nacht besser hier verbringen. Also im Überlebensmodus wäre das super. Könnte man sehr lange ausharren. Das liegt nicht mal am Wachheitsstatus oder so. Das lasse ich am Bunker. Das auch. So viele Signalpatronen braucht kein Mensch. Ich würde mal sagen, wenn wir 6er-Pack haben. Ablegen, eine ist geladen. Okay. Schlafsack. Brauche ich auch keine 2 von. Das schon mal gar nicht. Zweites Gewehr.
Bogen ist auch so. Und wie viel sind wir jetzt? Auch gleich mal 10 Kilo runter. Müsste jetzt wieder hier sein. Ja gut, der rennt eh nur da hin und her. Wird mich jetzt hoffentlich erstmal nicht nerven. Könnte ja eigentlich hinter jedem Felsen wieder sein. So, das heißt. Hä? Oh. Im Ernst, jetzt soll ich hier auch noch vorbei. Das macht ihr doch mit Absicht. Ach, da liegt ja einer. Ist er das vielleicht sogar? Nee, das ist der Wolf. Ach so. Den habe ich gut erwischt. Der liegt immer noch da. Wird wohl auch erstmal so bleiben, die nächsten Jahre. Ich nehme an, entweder in der Spalte oder da oben irgendwo. Man kann ja mal drum rumlaufen. Das ist auch alles noch im Rahmen des Machbaren. Unterkühlungsrisiko. Wenn ich den gefunden habe, werde ich mich erstmal am Feuer aufwärmen. Wie kann diese ganze dicke Kleidung, die wir anhaben, uns überhaupt nichts bringen? Das ist immer noch ein totales Rätsel. Ich meine, zwei Unterhosen, zwei Hosen drüber. Irgendwie zwei T-Shirts, zwei Jacken drüber. Und dann noch gute Jacken, ne? Nicht irgend so ein Scheiß. Wirklich Sachen, die einen total warm halten. Also. Könnte der denn schon wieder liegen, der Verletzte? Oho. Die sollen nicht immer so einen großen Bereich geben. Da vorne, na klar. Ist es im Bereich? Ja, ist es. Ich glaube, ich habe ihn. Nur noch mal kurz hier vorne gucken. Ja. Ach, da waren wir sogar schon drin. Ja. Oder? Doch, doch, das ist richtig, richtig nah. Ich glaube, ich habe ihn. Haben wir Antibiotika? Ja. Okay. Hoffen, dass das geht. Hier erstmal nicht. Och nö.
dachte, wir hätten den verdammten Überlebenden. Ich riskiere hier gerade selber meinen Hals. Jetzt wird's langsam frustrierend. Okay, der Tag hat noch ein bisschen. Mach doch mal irgendwie auf dich aufmerksam. Zwei Stunden warten, dann ist der Nebel auch schon wieder weg. Nee, er ist schlimmer geworden. Ah, das sieht doch noch was aus. Wahrscheinlich haben sie den hier einquartiert. Boah, ich brauche aber auch nicht mehr lange, bis ich weg bin. Wie lange? 45 Minuten. Ja gut, 3x10 an Holz, ne? So. 3 Stunden, boah. Nicht in totaler Dunkelheit, da brauche ich mal kurz einen Moment. Boah. Boah.
Scheiße. Jo! Überlebt. Aber die Erdbeben erklärt das immer noch nicht. Die haben doch immer ein Feuer in ihrer Nähe, brennen die Überlebenden. Wie kann das denn so schwer sein, die zu finden? Ich hab ihn. Sein Feuer hat ihn verraten. Ja, es ist doch manchmal praktisch, das nachts zu machen, habe ich ja gesagt. So. Wobei dieser Wolfsangriff gerade, der war echt noch unnötig. Also hier ist er irgendwo. Hoffentlich. Das gibt's doch nicht, ich hab ihn. Oh, ich muss mich erstmal ein bisschen dazu rocken hier. So. Braucht der irgendwelche Spezialmedizin? Nee, gerade nicht. Okay. Ich schnapp mir den dann und nehme den mit, aber erstmal noch ein Nächtchen schlafen. Ja. Hat sich jetzt nicht wirklich gebessert. Warum verhungere ich den die ganze Zeit? Habe ich irgendein Problem oder so? Oh. Lebensmittelvergiftung. Warum sagt mir das denn keiner? Ist ja klar, warum ich die ganze Zeit am Arsch bin. Ah. So. Jetzt muss ich mich erstmal richtig hinlegen. 12 Stunden am besten. Jetzt geht's auch wieder. So. Ja, 6 Stunden passen. Hey, I got you. Jetzt bringe ich den Typ erstmal zum Deich. Ja, der Teich ist nicht unbedingt in die Richtung. Da hatte Mackenzie es ja noch leicht gegen. Boah, wenigstens keine Wölfe. Jetzt muss ich hier noch irgendeinen Fisch fangen. Ich glaub das nicht. Als ob ich alle Zeit der Welt hätte. Leg ich den Typ hier erstmal indoors. So.
Scheiße, gibt's denn hier nichts Brennbares? Ich glaube, ich muss mal eben was holen. Oh, nicht schon wieder ihr. Seid mir gerade schon auf den Sack gegangen. Stunde. Ob der Typ nicht bis dahin tot ist? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich nicht. Boah. Verpisst euch doch mal. Geht mir nicht auf den Sack permanent. So, jetzt kannst du kommen. Trau dich, komm zu mir. Rodeo. Oh, das tut mir jetzt leid. Habe ich dich getroffen? Na, wo ist euer Mut hin auf einmal? Da ist er verschwunden, der Mut. Ach, dann kann ich Wasser aufsetzen und währenddessen kann ich den Typen wärmen mit dem Dings. Natürlich. So, Feuer machen. Dann kriege ich ihn erstmal im besseren Zustand, kann mich gleichzeitig um den Scheiß kümmern. Auswählen. Nein, ich wollte einfach nur Wasser machen, jetzt hier. 2 Stunden. Ah, der wird bis dahin eh sterben. Oder? Kann ich ihm was geben? So. Oh Mann. Oh oh. Oh. Garen. So. Ja, ich bleib hier drin. Sein Status bessert sich jetzt aber auch nicht wirklich. So, nochmal Wasser. Doch damit könnte man die Kilokalorien erreichen. Ob man das schafft? Ich kann es ja wiederholen, wenn ich es brauche. Och, es geht ja. Komm, sind die Fische weg, schon geht's wieder ab. Ist wie ein Stream, ey, jede Folge. Ich glaube, ich hau mir mal so einen Obstriegel rein. Jetzt nach all den Stunden habe ich mir das mal verdient. Scheiße. Völlig übersehen. Geil, Moment. Denkt nicht, dass ihr euch in dem Spiel eine Pause gönnen könnt. Ah.
So, da ist euer Mut schon wieder verflogen. So. Weiter geht's, Saki. Wir schleppen dich jetzt. Oh, oh, verschätzt. Fürchterlich verschätzt. Wo ist der Typ jetzt? Ach, da. Warum fühlen sich die Wölfe eigentlich so dermaßen getriggert? Falls mir das mal einer erklären kann. Die greifen normalerweise Menschen überhaupt nicht an. Meiden uns eigentlich eher sogar. Woher kommt denn das Licht auf einmal? Boah, die Nacht muss ich aber auch erstmal hinter mich bringen. Ich finde die Obstriegel irgendwie stark. Ich muss mir mal wieder ein paar holen. Ich habe die als Kind immer total widerlich gefunden, aber... ist eigentlich wie zwischen Esspapier so ein bisschen Fruchtpüree. Ziemlich geil. Boah. Gerade noch so geschafft. Ich schieb in dem Spiel auf 24-Stunden-Schichten, ne? Boah. Ach ja. Na, ich muss noch Holz irgendwie sammeln, ne? Feuerholz. Antiseptikum, nicht Antibiotika. Geht nicht. Ich brauche noch brennbares Material. Habe ich nichts mehr von. Mist. Muss ich noch ein bisschen was sammeln. So. Wie schnell das ging. Gleich 3 Stück davon gefuttert. Mach die Bänke, na klar. Ja, erstmal schlafen. Magen. So. Boah. Gibt's ja noch einiges zu tun. Kann ich die Sachen hier auch zerlegen? Nee. Schade. Wäre ja auch zu leicht gewesen. Ach, in den anderen Häusern gibt es ja auch noch Kram. Stimmt.
Hätte jetzt sein können. So. Was kann man denn so zerlegen? Das gilt auch als brennbares Material. Stühle und Tische. So. Can you move trees? Jo, Tisch. Sollte erstmal reichen. Das müsste echt alles irgendwie unterkellert sein, dass man unterirdisch, um der Kälte auszuweichen. Ach ja. Wasser, Kochtopf. So. Immer noch nicht genug. Ach du meine Güte, was wollen die denn noch? Stoff können sie auch behalten. Schade. Jawohl. Ah, 16.000. Oh oh. Wir dürfen nichts rausnehmen. Boah, wie scheiße ist das denn? Ja, dann muss ich mir was zu essen nehmen, das geht nicht anders. Bevor man hier noch verreckt, muss ich den halt irgendwie einen Fisch oder so mitbringen. So, hier so eine Einmannpackung. Na, fast. Bisschen was noch. Tag schon fast wieder gelaufen. So. Dieser blöde Fisch, den man da fangen muss.
47. 48. Okay, Mission fast erledigt. Das sind Erdbeben, die da die ganze Zeit laufen. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Wetter? Ja. Oh, Einkehr. Los, die Tür zu. So. Feuer machen. Aber dringendst. Brennstoff hinzufügen. Wir müssen jetzt erstmal hier bleiben. So. Und Stunde zum Fischen. Oh. Aufheben. Also ich habe ein Achievement bekommen gerade. Garen. Boah, 15 Kilo, Alter. Fuck. Stunde warten. Das ist ja der Hammer. Passt gerade so. Und immer noch, ja genau, immer noch 15 Kilo, natürlich. Ach du heilige Scheiße. 4000, das ist ja eine Mahlzeit für 5 Tage gefühlt. Okay, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen hier bleiben. Hoffentlich geht das. Komfortabel und so. Ja toll. Jetzt könnte ich mich wegen einer Kleinigkeit nicht erholen. Naja, gut. Aha. Kann ja nicht schaden. Wir nehmen noch mal ein bisschen was mit. Zurück, runter. Weißt du was? Ich hau mir jetzt so ein paar Survival-Spritzen rein. Du kannst nur eine Spritze auf einmal verwenden. Ach, ist das so? Bei John Wick habe ich gesehen, wie er sich 2 Stück eingehauen hat. Oder? John Wick. Das war auch nicht schlecht. Oh. Hauptsache, die Ausdauer ist wieder besser. Boah.
Woher kommt eigentlich diese ganze Zeit dieses Wasser hin und her Pitch-Geräusch? Ja, ausrüsten. Haltet euch fern. Na schön. Und los bin ich so wieder. Die gehen ihre eigenen Pfade. Aber der Revolver ist klasse, also ich mag den. Jetzt dürfte alles zusammen sein. Ach, dafür ist das zum Scrollen, okay. Hä? Was zur Hölle? Wohin? Hä? Wo sind die ganzen Kalorien hin? Ach Mann. Dadurch, dass einiges ungenießbar geworden ist, ist es wohl weggefallen. Toll. Hätte man einsetzen müssen. Kann man hier irgendwo in der Nähe fischen? Nee, ne? Gut, dann wisst ihr was, ich nehme das einfach hin. Ich muss nochmal zu dieser komischen Kirche. Klar, hier vorne dürfte das auch gehen mit dem Fischen, oder? Muss ich mal nachgucken. So, also einmal muss das hier zurück. Ah, schön, dass ich die jetzt auch schon finde. Sehr gut. So, jetzt gibt es wirklich nur noch das. Ach, da gibt es noch eine Vorrats... Da gibt's noch eine Vorratsluke. Ich muss noch mal rüber. Dann hat sich das Problem mit den Kilokalorien ja jetzt gelöst. Etwas weiter oben.
Wenn da mal nicht die Wölfe auf mich warten. Dachte ich jetzt schon. Das war nur ein blöder Briefkasten. Ach, hier war ich auch schon drin, oder? Ja. Direkt mal 12 Stunden durchschlafen. Genau hier oben sollte es sein. Das ist zu steil, oder? Nach normalen physikalischen Gesetzen dieses Spiels kommt man da nicht hoch. Na, aber die Leuchtkraft ist wieder in Ordnung. Die war ja vorhin teilweise katastrophal in der Höhle, aber jetzt geht's wieder. Meine Güte. Geh halt außen rum, wenn es dann länger dauert. Hier zwischen kann man durch, da wird es dann wahrscheinlich auch sein. Ist immer noch nicht hier. Okay. Wo soll die Luke denn sein? Oh Scheiße, Notfallspritze. Ich hab doch noch eine. Yeah, Disco LSD. Ach da, ist aber blöd versteckt. Beef Jerky. Vielleicht wieder ein paar von diesen Ein-Mann-Packungen. Scheiße, hier ist nichts zu essen drin. Also wenig. Ja, doch, doch, doch. Ich nehme alles zurück. Ja, okay, das wird reichen. Tomatenzeug. Noch ein Dozy-Öffner. Wir haben eindeutig zu viel gefunden. Damit könntest du eine ganze Stadt ernähren. So. Nee, lass mal zurück. Jetzt habe ich immer noch ein bisschen Hunger. Na gut, aber das wird ja wohl gehen. So. So, ein finales Mal nach unten. Irgendwelchen Mist, den ich nicht brauche. Das kann man hier lassen. Was bremst mich denn noch so aus? Irgendwas muss doch noch schwer sein. Achso, die recycelten Dosen, das Eisen kann man sowieso hier lassen. Das Wasser bringt auch nichts, wenn es nicht gekocht ist. Brennmaterial.
Unnötige Beschwerung. So. Also die Folge wird absolute Überlänge haben. Ich werde sie wahrscheinlich nicht in zwei schneiden können. Dafür fehlt mir die Software, das ist einfach, der Rechner drüben ist zu alt. Der braucht zu lange, der braucht eine ganze Nacht dafür. Wenn nicht sogar zwei. Um so eine Folge zu rendern. Oh. Oh, scheiße, scheiße. Och nö. Nicht wegen 2 Meter, im Ernst. Zustand 10%. Okay, wir versuchen es nochmal. Kommende Stunde. Ja, danach geht's schon wieder besser. So, das Stück werde ich jetzt ja wohl schaffen. Boah, wie schnell das runtergeht. Das ist ja... So, jetzt habe ich alles auf der Map gesehen. Den Hirsch haben wir nicht geholt. So doof das auch klingt. So. Ja, bitte, alles geschafft. Oh, Hippocratic Oath. Ach, der Hippokratische Eid. So, ich stelle mal wieder auf normal. Jetzt gucken wir uns die Endszene noch an. Ach, der hat sich schon dahin teleportiert. Ja, das ist ja praktisch. Jetzt kann ich dem auch noch hinterher rennen. Hm? Was muss ich denn jetzt machen hier? Ach so. While looking favorably on me, he could also help me find a way out of here? As I said, the usual paths are blocked. But the blizzard, it may have displaced enough snow to... To what? There is another route. It's a dangerous one. Through the mountains. I'll take my chances. I really need to get to Perseverance Mills. If things are this bad here, they'll be worse. Look, I just need to get there. Can you help me? An entrance to the old coal mine. If the blizzard moved enough snow, you might be able to get in there. Och nee, das nehme ich aber heute nicht mehr auf. After that, you'll find the highway. It follows the coastline. Follow the highway and, God willing, you'll get to Perseverance Mills. Wenn man den Highway entlang fährt, der Coastal Highway, wahrscheinlich meinen die dann Richtung Ort der Trostlosigkeit, dann wird dort auch Ausdauermühle sein. And if you'll permit an old priest an indulgence, das kommt hin. I'd like to share some wisdom with you. Go ahead, Father. Your burden. I see it weighs heavily on. I don't know what you mean. Yes, you do. You do not have to carry it alone. Look, thank you, Father.
But religion isn't really... I don't say this as an attempt to sway your thinking or help you find faith. But find something, someone, to help with your burden. Otherwise it will consume you. Look around you, Father. I think the Lord may have his hands full right now. Mm-hmm. Whatever burdens I may have, they're mine to bear. And mine alone. However crowded his table, there is always a seat for you, my child. I'll keep it in mind, Father. Here, you should take this back. Keep it, my child. I fear you will have need of it before this long winter is done. Oh. Folgen. Ich guck mal eben noch, wo wir überhaupt hin müssen. Das haben wir hinter uns gelassen. Verlasse das Gemeindezentrum. Okay. Ich guck nur noch mal kurz, wo es hingeht und dann im Ernst. Oh. Hello, Molly. Wow. I hate to be a foregone conclusion. Well, I don't seem to get a lot of other calls out here. You called to tell me, Molly. There's an old radio tower. On top of the hill, overlooking my farm, you can see the tower from my porch. Not sure if you can get it working, but the radio up there would be good enough to reach Perseverance Mills. You can maybe find out about your guy. The precious mystery thing that Yomi has. A radio? But why'd you wait so long to tell me? Den Spruch hat die an der richtigen Stelle platziert. Das sagt die immer, wenn die durstig ist. Aber das hat einfach gerade so gut gepasst mit dem Gespräch. So. Was sollen wir denn hier draußen machen? Also einmal gibt es den Turm. Achso. Mehr war jetzt auch gar nicht. Okay. Ja, danke auf jeden Fall fürs zahlreiche Zuschauen, hoffentlich, kommt drauf an. Ich werde mich morgen oder vielleicht heute Abend noch dran machen, die ersten Parts zu veröffentlichen. Den müssen wir hier leider alleine lassen. Danke fürs Zuschauen und ich werde weiter durchhalten. Ich habe jetzt ehrlich von 18.20 Uhr irgendwie bis 2.47 Uhr morgens habe ich jetzt durchgezogen, locker über 8 Stunden. Ich bin jetzt doch ein bisschen müde, aber tatsächlich nicht so geschafft. Also, aufnehmen kann entspannt sein. Vor allen Dingen bei dem Spiel ist es sehr entspannt. Aber irgendwann ist auch genug. Also, macht's erstmal gut und ja, ich war jetzt überrascht, dass es doch noch weitergeht. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt wäre Ende, aber
Ja, das Spiel erwartet noch mehr von uns, also. Dann werden wir uns dem im nächsten Part stellen. Mal gucken. Haut rein. Tschüss.